Komisch, dass Jeff noch nicht da ist. Ja. Der Zug hatte doch sogar 10 Minuten Verspätung. Du hast ihm aber die richtige Uhrzeit genannt, oder? Aber klar doch, 21.30 Uhr. Eine falsche geht kaum. In diesem Kaff kommen pro Tag nur 3 Züge an. Das war der letzte für heute. Ja, Tennings Point ist nicht gerade der Nabel der Welt. Merkwürdig. Na, lass uns mal zur Straße gehen. Vielleicht wartet er dort auf uns. Auch nicht. Na toll. Und jetzt? Ich rufe ihn mal an. Auch das noch. Kein Netz. Ihr wundert mich das ehrlich gesagt nicht. Na, dann warten wir noch was. Er wird sicher gleich kommen. Oh, ja, aber bis dahin sind wir pitschnass. Warum hast du auch den Schirm vergessen? Im November. Da sollte man damit rechnen, dass es ab und an regnet. Ja, ja, ja. Komm, lassen wir uns davon nicht die Laune verderben. Tennings Point ist eine Zwischenstation auf unserer Amerika-Rundreise. Und wir machen einfach das Beste daraus. Ob mit oder ohne Jeff. Einverstanden. Wo wohnt sein Onkel nochmal? Keine 10 Meilen von hier, am Highway. Na, so langsam könnte er aber echt mal auftauchen. Sag mal, findest du es nicht seltsam, dass hier außer uns niemand ausgestiegen ist? Ja. Und die Straßen? Wie ausgestorben. Gerade so, als ob hier keine Menschenseele wohnen würde. Ja. Man vor einigen Jahren den Highway ausgebaut und ein paar Meilen entfernt den Flughafen errichtet hat, da verlor Tennings Point auf einen Schlag die Hälfte seiner Einwohner. Früher war der Ort recht beliebt, da er so zentral liegt. Besonders bei Truckern und Durchreisenden. Aber heute verirrt sich kaum noch einer hierher. Woher weißt du das alles? Wikipedia. Aha. Oh, Rick. Jetzt frischt es aber ganz schön auf. Oh, dieser eiskalte Wind. Allzu lang warten wir hier nicht mehr. Komm her, ich wärme dich. Danke. Oh nein, jetzt schneit es auch noch. Wenn es wenigstens richtiger Schnee wäre. Boah. Stattdessen ist es eine unangenehme Schneeregenpampe. Jetzt sind es schon 30 Minuten. Also mir langt's. Hoffentlich ist ihm nicht zugestoßen. Ach Quatsch, der wird uns vergessen haben, das ist alles. Du kennst doch Jeff. Was machen wir jetzt? Wegkommen wir hier heute nicht mehr. Wir suchen uns eine Unterkunft. In dieser Geisterstadt? Auch hier wird es... Hey, sieh mal. Das Gebäude dort schräg gegenüber. Oh, erleuchtete Fenster. Und nicht nur das. Schau dir mal das Schild über dem Eingang an. Oh, das kann ich von hier nicht lesen. Na, dann gehen wir doch mal etwas näher ran. Wir traten näher an das imposante Gebäude heran. Es war ganz im Art Deco-Stil der 30er Jahre erbaut. Über dem Eingang mit der fast majestätisch anmutenden, verzierten Doppeltür aus Mahagoni prangte ein großes Messingschild mit der Aufschrift Hotel Terminus. Damit ist unser Übernachtungsproblem gelöst. Hm. Merkwürdig. Was? Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich vorhin, direkt als wir ausgestiegen sind, hier herüber gesehen habe. Noch vor dem Schneechaos. Und jetzt halt mich bitte nicht für verrückt, aber... Da habe ich ein altes, völlig heruntergekommenes Haus gesehen. Eine verfallene Ruine. Aber nie im Leben so ein Luxushotel. Du musst dich geirrt haben. Nein, also... Ja, ganz bestimmt. Verwechselst du da was? Ach, bestimmt hast du recht. Entschuldige. Puh, lass uns jetzt reingehen. Mir ist echt ganz schlimm kalt. Okay, komm. Unglaublich. War schon das Äußere des Hotels ein überwältigender Anblick gewesen, so verschlug es uns im Inneren fast die Sprache. Als wir das weitläufige Foyer betraten, fühlten wir uns augenblicklich in eine andere Zeit zurückversetzt, die wir nur aus alten Schwarz-Weiß-Filmen kannten. Jetzt erlebten wir es live und in Farbe. Die zweite Überraschung war das rege Treiben, das um uns herum herrschte. Das Dorf wirkte wie ausgestorben, aber hier tobte das Leben. Zahlreiche Gäste liefen umher, verfolgt von emsigen Kellnern, Kofferträgern und anderen dienstbaren Geistern. Mein Blick glitt hinüber zur Rezeption. Hinter dem geschwungenen, altmodisch anmutenden Tresen kauerte ein nicht minder geschäftig wirkender Portier. Was ist das hier, Miss? Ich weiß nicht. Schon komisch irgendwie. Hast du den Kalender gesehen? Da, unter der Wanduhr.
23. November 1949? Entschuldigung. Einen kurzen Augenblick bitte, die Herrschaften. Nun denn, was kann ich für Sie tun? Guten Tag. Wir hätten gerne ein Zimmer. Sie haben nicht reserviert, nehme ich an. Nein, haben wir nicht. Sie sind verheiratet? Ich verstehe nicht, was das... Demnach wohl nicht. In diesem Fall kann ich Ihnen lediglich zwei getrennte Zimmer anbieten. Bitte? Wir leben im 21. Jahrhundert, da soll das doch wohl möglich... Ihren Humor in allen Ehren, aber ich weiß sehr wohl, in welchem Jahrhundert wir leben, junger Mann. Naja. Also, möchten Sie nun die beiden Zimmer oder nicht? Nein, wir möchten ein Zimmer, klar? Rick, bitte. Wenn es hier nun mal so ist, vielleicht gehört es einfach dazu, okay? Oh, na schön, dann eben zwei Zimmer. Wenn Sie dann bitte diese Anmeldungen ausfüllen würden? Sagen Sie, guter Mann, ich traue mich ja schon kaum noch zu fragen, aber hat das Zimmer WLAN? Bitte? Was soll das sein? WLAN. Okay, vergessen Sie es. Ich habe nie gefragt. Aber Kabelfernsehen bieten Sie schon an, oder? Es tut mir außerordentlich leid, junger Mann. Aber ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Alles klar. Sie nehmen das aber verflucht ernst mit Ihrem Motto. Motto? Welches Motto meinen Sie? Ja, das ist doch so eine Art Spiel, oder nicht? Dies hier ist ein Themenhotel, richtig? Erleben Sie traumhafte Tage im Amerika der 40er Jahre im authentisch eingerichteten Art Deco Hotel Terminus. Rick, bitte, jetzt hör auf damit. Schon gut, ich bin ruhig. Danke sehr. Ihre Schlüssel, das macht $12 pro Nacht. $12? Wir sind ein erstklassiges Hotel. Okay, okay. Wenigstens haben Sie auch Ihre Preise der vorgegaukelten Zeit angepasst. In dem Fall beschwere ich mich nicht mehr. Aber ich nagle Sie darauf fest, Mann. Nicht, dass das nachher heißt, es war bloß ein Spiel und Sie buchen in Wirklichkeit $100 ab. Abbuchen? Was ist das? Na, meine Kreditkarte. Kredit? Junger Mann, hier wird bar bezahlt. Klar, natürlich. Ich verstehe. 1949 gab es natürlich auch noch keine Kreditkarten. Sie nehmen es aber wirklich sehr genau. Komm, Liz, begeben wir uns auf unsere den exakten Vorbildern jener Zeit nachempfundenen Gästezimmer, die Sie in eine längst vergangene Epoche entführen werden. Manchmal hasste ich Rick für seine überhebliche Art. Wobei ich zugeben musste, dass ich es ebenfalls komisch fand. Der Mann an der Rezeption übertrieb seine Rolle für meinen Geschmack ein wenig. Aber dafür wurde er wahrscheinlich gut bezahlt. Bestimmt gehörte das Hotel irgendeinem spleenigen Millionär. Anders wäre es kaum zu finanzieren gewesen, bei den niedrigen Preisen. Wir haben 311 und 312. Welches willst du? Du glaubst doch nicht, dass wir getrennt schlafen. Wir haben zwei Zimmer gebucht, ja, weil es der alte Griesgram so wollte. Aber was er nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Ich weiß nicht. Sollten wir nicht doch lieber... Ich meine, dem Alten traue ich glatt zu, dass er heute Nacht überprüft, ob wir auch artig auf unseren Zimmern sind. Blödsinn, komm! Unsere Zimmer entsprachen ziemlich genau Ricks eher im Spaß gemachter Beschreibung. Jedes noch so kleinste Detail folgte dem Zeitgeist jener Epoche. Was muss das für eine Kleinarbeit gewesen sein, all diese Dinge zusammenzutragen? Und was musste das erst gekostet haben? Oh, wie spät ist es eigentlich? Hä? Was ist? Meine Uhr. Sie steht. Das wird durch die Kälte kommen. So ein Quatsch. Als ob das einer Uhr schaden würde. Dann ist die Batterie im Eimer. Auf jeden Fall ist es jetzt deutlich nach 10. Ah. Der Tag war lang. Ich bin hundemüde. Willst du jetzt noch auspacken? Nein, das können wir auch morgen erledigen. Und dann sollten wir versuchen, Jeff zu erreichen. Ich mache mir doch langsam Sorgen. Hörst du, Rick? Wir müssen Jeff... Das ist ja mal wieder typisch.
Ich fand nur schwer in den Schlaf. Und wenn ich zwischenzeitlich mal kurz einnickte, dann wurde ich von schrecklichen Albträumen geplagt. Ich sah Jeff, der einen fürchterlichen Autounfall hatte. Blut. Überall Blut. Erschrocken fuhr ich hoch, saß kerzengerade im Bett. Blinzelnd blickte ich zur Zimmerdecke und konnte nicht glauben, was ich da sah. Der Putz war abgebröckelt, statt dem schmucken Lüster baumelte eine simple Glühbirne in einer schwarzen Fassung von der Decke. Oder träumte ich etwa noch immer? Mehr aus Gewohnheit blickte ich auf meine auf dem Nachttisch liegende Uhr. Erstaunlicherweise lief sie wieder. Es war 1:30. Rick! Rick, Rick, wach auf, schnell! Was ist denn? Da hat jemand geschrien. Oh, so Quatsch. Du hast schlecht geträumt. Grundgütiger, du hast recht. Was hast du vor? Na was wohl? Nachsehen. Vielleicht braucht jemand unsere Hilfe. Warte, warte, ich komm mit. Und? Ich kann nichts erkennen. Alles dunkel. Dann mach doch Licht. Will ich den Schalter finden? Ah. Oh, nein! Meine Augen benötigten einige Sekunden, sich an das grell aufflammende Licht zu gewöhnen. Doch dann sah ich sie. Eine Frau. Sie lag in gekrümmter Haltung auf dem Boden des Korridors, der, im Gegensatz zu unserem Zimmer, nichts von seiner üppigen Pracht eingebüßt hatte. Um sie herum hatte sich eine Blutlache gebildet. In ihrem Rücken steckte ein langes Fleischermesser. Rick, das hat doch keinen Sinn mehr! Hol Hilfe, Liz! Lauf zur Rezeption! Ich... Jetzt mach schon! Okay. Ich lief los, kam jedoch nicht weit. Gerade als ich am Ende des schmalen Ganges um die Ecke biegen und das Treppenhaus betreten wollte, stellten sich mir 2 Männer in den Weg. Der eine, bullig, grobschlächtig, ein Bär von einem Mann. Der andere, eher klein, schmal. Mit seinem dünnen, ausgemergelten Gesicht, in dessen Mitte eine lange Hakennase saß, machte er auf mich einen verschlagenen Eindruck. Bevor ich auch nur etwas sagen konnte, hatte der Hühne mich gepackt und schob mich unsanft zurück in den Korridor. Hey, hey, was soll das? Sie tun mir weh, ich... Haben Sie geschrien? Ich? Nein, das war... LAPD, Sie da, Messer fallen lassen, sofort! Aber ich... Und jetzt Hände über den Kopf und an die Wand, los! Ich wollte bloß helfen, ich... Ich sag's nicht noch einmal, an die Wand! Hören Sie, ich hab die Leiche entdeckt. Ich wollte sehen, ob ich noch etwas tun kann, mehr nicht. Klar doch. Und wie in jedem zünftigen Kriminalfilm haben Sie erstmal die Tatwaffe aus dem Körper der Toten gezogen, richtig? Ja, ich dachte... Das Denken überlassen Sie mal lieber denen, die was davon verstehen. Er ist sauber. Okay, nehmen Sie ihn mit. Hey, Moment! Moment, das ist ein Missverständnis! Das können Sie nicht tun! Lassen Sie mich aus der Stelle! Los, Sie! Er sagt die Wahrheit! Ich kann es bestätigen, Sie müssen... Besorgt lief ich auf die Beamten zu. Sie durften Rick nicht festnehmen. Er war unschuldig. Daran gab es nicht den Hauch eines Zweifels. Da legte sich eine eiskalte Hand auf meine Lippen. Eine zweite umfasste meine Hüften und zog mich brüsk zurück. Ich wirbelte herum und sah in die gebrochenen Augen einer jungen Frau. Sie werden sie nicht umstimmen können. Wer sind Sie? Ich heiße Janet. Hören Sie, Janet, ich werde es nicht zulassen, dass man Rick einfach so einkassiert. Er hat nichts getan und... Ich weiß. Schön, dass Sie das wissen. Ich kann Ihnen helfen. Später vielleicht. Jetzt lassen Sie mich in Ruhe. Ich muss zu Rick. Sie finden mich im Zimmer 330. Ich achtete nicht mehr auf sie. Mein Interesse galt nur noch den beiden Polizisten. Während der Riese Rick gepackt hielt und ihn mit Gewalt den Korridor hinunterschob, hatte der Hagere damit begonnen, die Frauenleiche umzudrehen. Dann wollen wir doch mal sehen, wie du von vorn ausschaust, Puppe. Mit einer Kraft, die ich dem dürren Gerippe niemals zugetraut hätte, war es ihm im ersten Versuch gelungen, den Körper der Toten auf den Rücken zu wuchten. Zuerst sah ich die klaffende Wunde, aus der noch immer Blut hervorquoll. Der Mörder hatte ihr das Messer so heftig in den Körper gerammt, dass es in Brusthöhe aus diesem wieder herausgetreten war. Mein Blick wanderte höher. Über den schlanken, fein geschwungenen Hals, das zierliche Kinn
die vollen, einladenden Lippen und erstarrte in dem Moment, da ich in ihre Augen sah. Mein Kopf fuhr Karussell. Ich kippte augenblicklich zur Seite weg. Meine Hände griffen instinktiv nach dem Treppengeländer, krallten sich ins Holz. Was ich sah, konnte es nicht geben. Die Frau, die tote Frau, ich hatte ihr noch vor wenigen Sekunden gegenübergestanden. Ich war mir vollkommen sicher. Die Leiche, das war Janet. Wer sind Sie und warum haben Sie die Frau umgebracht? Ich habe sie nicht umgebracht. Und wer ich bin, steht in meinem Führerschein, den Sie mir eben erst abgenommen haben. Ihre Scherze stehen mir bis hier, Mann. Für wie blöd halten Sie mich eigentlich? Ach. Wenn Sie schon einen Führerschein fälschen, dann geben Sie sich doch wenigstens Mühe dabei. Geboren am 2. Juni 1975. Selten so gelacht. Also, ich habe Zeit. Von mir aus die ganze Nacht. Wer sind Sie und warum haben Sie die Frau getötet? Ohne einen Anwalt sage ich gar nichts mehr. Bitte, wie Sie wollen. Sobald sich der Schneesturm gelegt hat, kommen Sie mit auf die Wache. Wie sind Sie eigentlich so schnell hierher gekommen? Es geht Sie zwar nichts an, aber ich will Ihre Neugierde befriedigen. Wir sind nicht hergekommen. Wir waren bereits wegen einer anderen Sache vor Ort, als wir den Schrei hörten. Ach ja? Und als Polizist ist man immer im Dienst. Sie wissen Bescheid. Entweder Sie machen den Mund auf oder Sie kommen mit uns. Wir bringen Sie zum Reden, so oder so. Gute Nacht, Detective Bowers. Konnte das wirklich sein? Oder spielten mir meine Sinne einen Streich? Sie war tot. Ich hatte die Wunde doch mit eigenen Augen gesehen. Und doch, ich habe mir das Gespräch mit Janet nicht eingebildet. Nein, sie war da gewesen. Rick hatte ich nicht helfen können. Der hagere Kerl, der sich uns als Detective Bowers vorgestellt hatte, und sein fettleibiger Kollege mit Namen Ketchum nahmen ihn mit und sperrten ihn in ein zur provisorischen Einsatzzentrale umgebautes Zimmer im zweiten Stock. Mich schickten sie zurück auf Mainz. Zu meinem Erstaunen erstrahlte es wieder in altbekannter Schönheit. Der Lüster hing an seinem Platz. Und meine Uhr war erneut stehen geblieben. Um 1.23 Uhr. Hallo? Ist da wer? Bitte, sagen Sie doch was. Sie machen mir Angst. Die merkwürdigen Geräusche waren aus dem Nebenzimmer gekommen. Einem Zimmer, in dem streng genommen niemand wohnen durfte, denn es handelte sich um Nummer 311. Und das hatte der sittenstrenge Portier ja ebenfalls an uns vergeben. Ah! Mein Herz raste. Deutlich sah ich, wie sich die Wand zu meiner Linken bewegte. Zentimeter um Zentimeter schob sich die Wandvertäfelung vor. Ich sprang vom Stuhl auf, lief ziellos umher. Panisch suchte ich den Raum nach einem Gegenstand ab, den man als Waffe verwenden konnte. Wenn das der Mörder war, dann... Liest, warum bist du nicht gekommen? Ich habe auf dich gewartet. Ganz ruhig, ich will dir nichts tun. Aber du bist tot. Ja und nein. Bleib stehen. Du brauchst keine Angst vor mir zu haben. Was willst du von mir? Du musst mir helfen. Dann helfe ich dir. Wie kann ich dir helfen? Finde meinen Mörder. Warum ich? Was ist mit den beiden Polizisten? Wäre das nicht eigentlich ihre Aufgabe? Sie sind dumm. Sie halten deinen Freund für den Täter. Auch wenn ich den Angreifer nicht erkennen konnte, weil er von hinten kam. Eins weiß ich sicher. Rick war es nicht. Ihr beide wart es nicht. Denn ihr seid nicht wirklich hier. Bei uns. Du,
mir leid, aber ich verstehe nicht, was du da redest. Bitte, hilf mir. Nutze die Geheimgänge. Das ganze Hotel steht dir offen. Tu es. Für mich und für Ray. Sie war weg. So, als hätte sie nie existiert. Was danach geschah, weiß ich nicht mehr. Ich spürte noch, wie meine Beine nachgaben, unter mir wegnickten. Vor meinem geistigen Auge tanzten grelle Bilder, Farben explodierten in meinem Kopf. Dann muss ich ohnmächtig geworden sein. Wie lange ich weggetreten war, kann ich nicht sagen. Als ich wieder zu mir kam, saß ich auf dem Polstersessel am Fenster. Sofort wanderte mein Blick im Zimmer umher. Verdammt, das war unmöglich. Jetzt sah plötzlich wieder alles verstaubt und heruntergekommen aus. Löchrige Wände, von denen der Putz abbröckelte, zerschlissene Polster, vermoderte Möbel. Meine Uhr lief wieder, zeigte nun 7.26 Uhr in der Früh. Draußen tobte noch immer der Sturm. Hatte ich alles bloß geträumt? Hastig fuhr ich herum. Nein, Rick war nicht da. Und ganz deutlich erkannte ich den geöffneten Eingang hinter der Holzvertäfelung. Die Geheimgänge. Es gab sie wirklich. Ich überlegte. Was hatte sie gesagt? Das ganze Hotel stünde mir offen. Wenn also einer dieser geheimen Wege auch in das Zimmer führen würde, in dem Rick gefangen gehalten wurde, dann könnte ich ihn befreien. Ohne weiter nachzudenken, zwängte ich mich in die schmale Öffnung und staunte. Dahinter befand sich ein geräumiger Gang, der an beiden Enden in eine Wendeltreppe mündete. Ich tastete nach einem Lichtschalter, fand aber auf die Schnelle keinen. Daher rannte ich zurück, kramte mein Feuerzeug aus der Handtasche, entzündete es und ging auf eine der beiden Treppen zu. Die wild tänzelnde Flamme meines Feuerzeugs warf bizarre Schatten an die Wand. Ich hielt inne. Die Wand! Es passierte schon wieder. Als ich losging, da war der Gang staubig, verschmutzt. Die Wandvertäfelungen alt, verkratzt, vermodert. Jetzt sahen sie aus, als hätte man sie gestern erst eingerichtet. Blitzblank poliert, sauber, akkurat. Ich blickte auf meine Armbanduhr. Die Zeiger bewegten sich nicht. Wer ist da? Hallo? Janet, bist du das? Es war unheimlich. Zuerst waren da nur die Stimmen gewesen, die seltsam hohl und entfernt klangen. Wer seid ihr? Mit einem Mal öffneten sich die geheimen Zugänge. Türen schwangen auf und fielen wieder zu. Und dann sah ich die Hände. In Intervallen lugten sie hinter den aufliegenden Türen hervor, griffen nach mir, zerrten an meiner Kleidung. Ich schlug wild um mich, lief schneller, rannte. Schön, du bist. Nein! Geht weg von mir! Jetzt bist du dran! Nein, lasst sie passieren. Sie ist auf unserer Seite. Lasst sie in Frieden. Janet? Lauf! Und das tat ich. Es gelang mir, die Hände abzuschütteln. Atemlos erreichte ich die Treppe. Ängstlich drehte ich mich um und sah zurück. Nichts. Der Gang war leer, schmutzig, verwahrlost, als hätte es die schrecklichen Stimmen und Erscheinungen nie gegeben. Oh Mann, wo war ich da nur reingeraten? Ich beschloss, nicht weiter darüber nachzugrübeln. Rick war jetzt wichtiger. Ich musste ihn finden und befreien. Wie fühlen wir uns heute früh?
die Zunge etwas gelockert. Haben Sie uns was mitzuteilen? Ich habe alles gesagt. Schade. Ich hätte Sie für klüger gehalten. Sie werden den Mund aufmachen, früher oder später. Hey, wie sieht's mit dem Frühstück aus? Ihr nicht redet, braucht doch nichts zu essen. Damit kommt ihr nicht durch, ihr Schweine. Das schwöre ich euch, ich bin unschuldig. Ach, Scheiße! Was zum Henker? Liz? Du? Aber wie kommst du hierher? Das ganze Hotel ist durchzogen von Geheimgängen. Man kann jedes Zimmer unbemerkt erreichen. Verrückt, oder? Gehört vielleicht zum abenteuerlichen Konzept dieses Erlebnishotels. Ich habe mal gelesen, dass Ludwig II. Von Bayern, du weißt schon, dieser durchgeknallte König, der Neuschwanstein erbaut hat, seine Schlösser mit geheimen Dienstbotenaufgängen ausgestattet hat, damit er vom Personal nichts mitbekommt. Ja, möglich. Aber jetzt komm, wir müssen weg, bevor die beiden zurück sind. Und wohin? Wollen wir uns auf ewig in den Geheimgängen verstecken? Oh, oh. Die beiden Idioten lassen bestimmt nicht locker. Für die bin ich der Täter. Und ganz genau deshalb werden wir das Gegenteil beweisen. Du willst den Mörder auf eigene Faust suchen? Klar will ich das. Sonst werden wir die zwei Kasper nie los. Jetzt mach schon. Wahnsinn. So weitläufig hätte ich mir das nicht vorgestellt. Los, da lang, zur Treppe. Hast du denn schon einen Plan? Eine Idee, wo wir anfangen? Eventuell. Zuerst möchte ich mal einen Blick ins Gästebuch werfen. Ich muss herausbekommen, ob die Tote wirklich Janet hieß. Janet? Wo hast du denn diesen Namen aufgeschnappt? Bowers und Ketchum haben ihn nie erwähnt. Ich erkläre dir alles auf dem Weg. Los, die Treppe runter. Und wenn mich meine Orientierung nicht täuscht, liegt die Rezeption links. Also gut, gehen wir. Aber das glaubst du doch nicht wirklich. Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Aber du musst zugeben, es ist merkwürdig. Dieses seltsame Hotel, alles so altbacken, als wäre es tatsächlich dem Jahr 1949 entsprungen. Dann mit einem Mal wirkt alles verlassen, heruntergekommen. Und die kaputten Uhren, sie laufen, bleiben stehen, laufen wieder. Fast so, als würden wir uns abwechselnd in zwei verschiedenen Zeitebenen bewegen. So etwas gibt es nicht, Liz. Wir waren uns doch einig, dass das hier ein Themenhotel ist. Vielleicht gehört das mit zum Spiel. Ein Spiel, bei dem du der Verlierer bist, mein Lieber. Wenn wir nichts in die Hand bekommen, wanderst du in den Knast? Ach was, damit kommen die doch vor einem Gericht nicht durch. Willst du es darauf ankommen lassen? Also, ich nicht. Okay, du hast ja recht. Du wartest hier. Ich werde schließlich nicht gesucht. Ach, die haben mein Verschwinden bestimmt noch nicht bemerkt. Trotzdem, sicher ist sicher. Na schön. Ich bin gleich zurück. Entschuldigung. Sie wünschen? Ich, Ja. Nun, also mein Mann und ich, wir sind nicht zufällig hier. So? Nein, wir sind mit jemandem verabredet. Nur leider scheint unsere Verabredung gar nicht hier zu sein. Also wir können sie jedenfalls nicht erreichen. Das ist bedauerlich. Wie kann ich Ihnen da helfen? Sie könnten mir sagen, ob sie überhaupt angereist und Gast in ihrem Hotel ist. Der Name? Janet. Und weiter? Das mag jetzt vielleicht komisch klingen, aber ich kenne ihren Nachnamen nicht. Das klingt in der Tat komisch. Natürlich. Ihre strengen Prinzipien. Ich weiß. Und dass sie jetzt nach dem Mord erst recht vorsichtig... Welcher Mord? Naja, der Mord im dritten Stock, die junge Frau, die... In unserem Hotel?
Ja? Ich weiß nicht, welch seltsames Spiel Sie mit mir spielen. Erst Ihre eigentümlichen Fragen gestern und nun dies. Aber eins kann ich Ihnen klipp und klar sagen. Ich spiele es nicht mit. Wie meinen Sie das? Hier hat kein Mord stattgefunden. Davon wüsste ich. Bitte? Aber haben die Detectives das denn nicht gemeldet? Nein. Wer soll denn bitte schön ermordet worden sein? Eine junge Frau im Korridor zu unserem Zimmer. Zimmern. Etwa diese Janet, nach der Sie mich eben gefragt haben? Möglicherweise. Ja. Miss... Davenport. Miss Davenport. Es ist mir schleierhaft, wie Sie darauf kommen, aber ich kann Ihnen versichern, dass hier niemand ermordet wurde. Aber Janet, sie ist meine Freundin. Ich mache mir ernsthaft Sorgen. Ich muss wissen, wo sie steckt. Bitte, sehen Sie noch einmal nach. Also gut, Sie geben ja sonst keine Ruhe. Obwohl ich es höchst sonderbar finde, dass Sie den Nachnamen Ihrer angeblichen Freundin nicht kennen. Danke. Wir haben momentan 3 weibliche Gäste. Eine Miss Elizabeth Davenport... Ach so. Entschuldigen Sie. Eine Vivian Reynolds und eine Janet Hayward. Das ist sie. Würden Sie mir Ihre Zimmernummer... 313. Also hat sie die Wahrheit gesagt. Nun denn, ich habe... Ach, diese andere Dame, Miss Reynolds. In welchem Zimmer ist sie untergebracht? Lassen Sie mich raten. Sie ist ebenfalls eine Freundin von Ihnen. Ganz genau. In 314. Und jetzt ist Schluss mit dieser impertinenten Fragerei. Natürlich. Sie haben mir wirklich sehr geholfen. Ich danke Ihnen. Keine Ursache. Vorsichtig sah ich mich um. Auch wenn die Tür zum geheimen Gängesystem versteckt in einer Nische lag, wollte ich es dennoch keinesfalls riskieren, beim Betreten des Ganges gesehen zu werden. Als ich ganz sicher war, dass mich niemand beobachtete, ertastete ich den verborgenen Mechanismus, öffnete die Tür und schlüpfte hindurch. Und? Stell dir vor, die haben den Mord gar nicht gemeldet. Die versuchen ihn zu vertuschen. Vielleicht wollen sie das Ganze nur noch nicht an die große Glocke hängen. Ja, vielleicht. Jedenfalls hat sie hier gewohnt. Ihr voller Name ist Janet Hayward. Sie hatte Zimmer 313, so wie sie es mir gesagt hat. Hey, wo willst du hin? Deine Theorie überprüfen, Sweetheart. Meine Theorie? Ich wusste gar nicht, dass ich eine aufgestellt habe. Die von König Ludwig und seinen Dienstboten. Aha. Wenn du recht hast, dann wurden diese Gänge für die Bediensteten angelegt. Und wenn das wiederum stimmt, dann muss es irgendwo direkte Verbindungen zu den Dienstbotenwohnungen geben. Ja, und? Ich will mich ein wenig in den Zimmern 313 und 314 umsehen. Und dazu würde ich mich gerne tarnen. Ich verstehe, als Dienstmädchen. Genau. Also los, suchen wir. Wo hätte der Bayernkönig solche Wohnungen einrichten lassen? Na wo wohl? Im Keller. Dann fangen wir dort an. Dir. Könntest du zu Hause ruhig auch mal tragen. Bei bestimmten Gelegenheiten zumindest. Ich stehe auf sowas. Das könnte dir so passen, Lüstling. Psst. Was geht dich das an, hä? Eine ganze Menge. Wenn du hier irgendein linkes Ding abziehst, dann... Linkes das sind Bowers und Ketchum. Leise. Hast du dich etwa immer korrekt verhalten? Nein, aber ich habe noch nie jemanden ermordet. Ich auch nicht. Aber jetzt halt dein dummes Maul. Warum vertuschen wir den Mord dann? Das ist eine gute Frage. Wir vertuschen gar nichts. Ich sehe nur keinen Sinn darin, jetzt Krach zu schlagen. Vor allem, wenn wir den Mörder längst haben. Dieser Idiot. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass er es war. Die Beweise sind eindeutig. Ach, wie du meinst. Der Sturm lässt jedenfalls nach. Ich werde ins Postamt gehen und mit unserer Dienststelle Kontakt aufnehmen. Die Telefonleitungen hier sind beschädigt, aber vom Amt aus... Das wirst du bleiben lassen. Also hast du doch Dreck am Stecken, Bowers. Es war kein Zufall, dass du seit über einer Woche hier im Hotel bist. Der Sheriff lag richtig. Du spielst ein falsches Spiel. Bleib stehen, ich warne dich. Nein, ich gehe. Fuck, der hat ihn einfach abgeschnallt. Psst. Da ist doch wer. Wer seid ihr? Kommt sofort da raus hier. Schnell, weg hier. Das kann ich nicht.
Rick! Rick, was ist mit dir? Mein Arm! Rick! Ich kann nicht mehr spüren! Hab ich euch erwischt, ihr Schmeißfliegen? Bowers fackelte nicht lange. Bevor Rick und ich reagieren konnten, jagten mehrere Kugeln durch die Holzverkleidung, pfiffen an unseren Körpern vorbei und schlugen hinter uns in die Mauern ein. Ich warf mich instinktiv zu Boden. Warum Rick reglos stehen blieb, weiß ich nicht. Vielleicht war es der Schock. Vielleicht einfach nur die Müdigkeit, die ihn träge werden ließ. Entsetzt sah ich, wie er von einer Kugel getroffen wurde. Panisch griff er nach seiner Schulter. Blut spritzte heraus. Und dann sackte er zu Boden. Oh, du lebst. Gott sei Dank. Wir müssen weg hier. Kannst du laufen? Sicher. Er hat meinen Arm erwischt, nicht meine Beine. Okay, dann los. Warte! Hey, was soll ich? Jetzt los! Er hatte noch einen Schuss. Jetzt muss er nachladen. Verstehe. Da, die Treppe rauf. Was denkst du, wird er jetzt tun? Keine Ahnung. Meinst du, er hat unsere Stimmen erkannt? Schwer zu sagen. Aber eines dürfte klar sein. Die Schüsse hat man im ganzen Hotel gehört. Sein Plan, alles unter den Teppich zu kehren, kann er jetzt vergessen. Was ihn nur noch unberechenbarer macht. Wie geht's deiner Schulter? Ich werde es überleben. Aber ich muss dringend zu einem Arzt. Die Kugel muss raus. Ich weiß nicht, ob wir es riskieren können, den Schutz der Geheimgänge zu verlassen. Er ist da draußen und... Scheiße. Scheiße. Das ist er. Und jetzt? Ja, der soll nur kommen. Er hat eine Waffe. Und du bist verletzt. Ein weiteres Stockwerk gibt es nicht. Er kommt die Treppen herauf. Wir müssen uns hier verstecken. In irgendeinem Zimmer. Los. Welches nehmen wir? Ach, ist doch völlig egal. Da, die Tür, links. Bitte bleiben Sie ruhig, Miss. Wir tun hier nichts. Wir sind die Guten. Mein Freund hat recht. Bitte vertrauen Sie. Janet? Ich traute meinen Augen nicht. Auf dem abgenutzten, durchgelegenen Bett saß eine Frau, die ich nur allzu gut kannte. Janet. Allerdings wirkte sie verändert auf mich, lebendiger, irgendwie echter. Sie hatte so gar nichts von jener geisterhaften Janet, die mir bereits zweimal erschienen war. Die Blässe war aus ihrem Gesicht gewichen, ihre blauen Augen funkelten. Auch trug sie jetzt moderne Kleidung. Und noch etwas irritierte mich. Sie schien mich nicht zu kennen. Was wollt ihr von mir? Nichts. Bitte bleiben Sie jetzt ruhig. Wir werden verfolgt. Ich... Bitte, er kommt! Können Sie mir jetzt bitte erklären, was das zu bedeuten hat? Sind Sie vom FBI? Hat man mich enttarnt? FBI? Enttarnt? Wovon sprechen Sie? Also nicht? Nein, Janet, wir... Janet? Mein Name ist nicht Janet. Wie um alles in der Welt kommen... Er muss mich doch gehört haben! Kommen Sie! Ich halte ihn auf! Laufen Sie! Schnell! Jetzt verstand ich gar nichts mehr. Im selben Augenblick, da die Kugeln durch das Holz brachen, öffnete sich hinter uns die Pforte zum Geheimgang. Verdutzt sah ich in das angespannte Gesicht des Hotelportiers. Hastig winkte er uns mit der Linken zu sich, während er mit der Waffe in seiner Rechten auf die Tür des Hotelzimmers feuerte. Nach unten. Sie kennen die Dienstbotenwohnung, wie ich an Ihrem Aufzug sehe. Laufen Sie dorthin. Schnell. Ich komme nach. Ich dachte, ich wäre hier so sicher wie in Fort Knox. Keine Zeit für Fragen. Mach mir, was er sagt. Schon gut. Wir rannten. Den schmalen, halb eingestürzten Gang entlang, die Treppen hinunter bis in die unteren Gewölbe, wo die Räume des Personals lagen. In meinem Kopf explodierten die Gedanken. Verzweifelt versuchte ich, die Fakten zu sortieren, mir zu erklären, was hier tatsächlich vor sich ging. Doch es gelang mir nicht. Wer auch immer Sie sind, Sie wissen doch was. Was wird hier gespielt? Ich kann es Ihnen nicht sagen. Sie sind nicht autorisiert. Aber dieser bornierte Portier, der ist es? Er ist kein Portier. Aha. Lassen Sie mich raten. Er ist vom FBI, hä? Ja.
passiert schon wieder. Was passiert? Sieh dich doch um. Alles hat sich verändert. Eben noch Bruchbude, jetzt ein Luxushotel. Ist das irgendein FBI-Trick? Ihr müsst dafür sorgen, dass er seine gerechte Strafe erhält. Nur dann können unser aller Seelen Frieden finden. Was faseln Sie da? Hören Sie, ich hab die Schnauze voll von... Was ist das? Das sind die Geister der Verstorbenen. Ich kannte das unheilvolle Stöhnen. Für Rick war es neu. Ungläubig starrte er unsere Begleiterin an, die ebenfalls eine Veränderung durchgemacht hatte. Zum einen ihre Kleidung. Sie trug nun anstatt moderner Jeans und Bluse ein altmodisch anmutendes, geblümtes Kleid. Zum anderen ihre Konstitution. Aus den müden Augen war sämtliches Feuer gewichen. Ihre Haut wirkte blass und spröde. Sie sind erzürnt, weil ihr noch nichts getan habt. Ich fürchte, diesmal werde ich sie nicht zurückhalten können. Nein! Geht weg, ihr Monster! Lasst uns in Frieden! Lasst uns doch gehen! Bitte! Das Stöhnen wurde lauter, flehender, nein, vorwurfsvoller. Und dann waren sie da. Schemenhafte Gestalten, Gesichter, Grimassen. Widerlich entstellte Körper, übersät mit Brandwunden. Manchen von ihnen fehlten Gliedmaßen, so als wären sie von einer Explosion abgerissen worden. Was waren das für Wesen? Geister? Leichen? Oder etwa gar Zombies? Von überall her schienen sie zu kommen. Sie griffen nach uns, zerrten an unserer Kleidung. Verzweifelt versuchten wir, uns zur Wehr zu setzen. Aber es war zwecklos. Die Übermacht war einfach zu groß. Ich ergab mich in mein Schicksal. Schloss die Augen, als ich den markerschütternden Schrei vernahm. Im selben Moment ließ der Druck an meinen Armen nach, die schraubstockartigen Klauen, die meine Beine hielten, verschwanden. Ich begann zu zittern, zu wanken und fiel. Schlagartig schnellten meine Hände vor, um den Sturz abzufangen. Meine Finger ertasteten den staubigen Boden und... Staub! Das musste bedeuten... Ja, so war es. Die unheimlichen Stimmen waren verstummt. Die ekligen Gestalten verschwunden. Wir befanden uns wieder im heruntergekommenen Keller des Anwesens. Oh, das war Taylor! Taylor? Wer ist Taylor, verdammt? Der Portier natürlich! Ach, Sie meinen, der FBI-Agent? Oh, ganz wie Sie wollen. Alles klar bei dir, Liz? Oh, ja, es geht schon. Danke. Und jetzt? Hier endet der Gang. Da vorne sind die Dienstbotenwohnungen, wo wir die... Also, wohin? Die Metalltür. Dahinter ist die Zentrale. Zentrale? Wir haben keine Zeit für weitere Erklärungen. Rein da, los! Herzt hatte ich die Klinke ergriffen, sie heruntergedrückt und die schwere Metalltür aufgezogen. Doch ich sollte nicht dazu kommen, den dahinterliegenden Raum zu betreten. Kaum war die Tür offen, fiel mir etwas entgegen. Ein Körper. Geistesgegenwärtig warf ich die Hände vor, fing den Stürzenden auf und erschrak. Meine Hände griffen in eine speckige, gallertartige Masse. Fleisch. Blut. Der Mann, der mir entgegenfiel, war tot. Angewidert ließ ich los. Ich denke, Taylor können wir damit von der Liste der Mitspieler streichen. Ist alles okay? Mir geht's gut. Aber... Oh, das ist so eklig. Komm her, Sweetheart. Oh, Rick. Sag, dass das alles nicht wahr ist. Haltet mich meinetwegen für herzlos. Aber für sowas ist jetzt keine Zeit. Wenn er da drin ums Leben kam, ist die Zentrale nicht mehr sicher. Ganz recht, Kleine. Hier ist Endstation für euch. Thank you.
verfluchter Bastard! Was wollen Sie von uns? Worum geht es hier? Um Vivian Reynolds natürlich. Ich habe den Auftrag, sie zu töten. Und dieses Mal erwische ich auch die Richtige. Die Richtige? Also haben Sie Janet Hayward erstochen, weil Sie sie für Vivian Reynolds hielten? Keine Ahnung, wie sie hieß. Aber sie hatte echt eine beschissene Ähnlichkeit, das musst du zugeben. Aber dank euch weiß ich nun, dass eine zweite Person existiert. Also dann, arrivederci, Miss Reynolds. Nein! Bestürzt sah ich, wie er den Zeigefinger krümmte. Die Waffe in seiner Hand donnerte los. Eine Kugel jagte aus dem Lauf, schoss auf Vivian zu. Niemand würde ihr jetzt noch helfen können. Da geschah das Unfassbare. Die Kugel blieb auf halber Strecke in der Luft stehen, fror in ihrer Bewegung ein. Die Szenerie um uns herum veränderte sich. Wir befanden uns erneut im herausgeputzten, blank gewienerten Hotelterminus vergangener Zeiten. Aus Vivian war wieder Janet geworden. Als die Metamorphose vollständig vollzogen war, endete die kurze Zeitspanne der Erstarrung. Die Kugel raste mit voller Geschwindigkeit auf Janet zu, bohrte sich in ihren Leib. Kein Blut entwich der Wunde. Die junge Frau stöhnte kurz auf, sackte zusammen, doch sie starb nicht. Schnell! Lauf! Rick hatte sich Bowers entgegengeworfen, ihn mit seinem Gewicht zu Fall gebracht. Im selben Moment änderte sich die Szenerie erneut. Wir befanden uns wieder im abgetakelten Gebäude unserer Zeit. Beherzt schritt ich vor, packte die perplexe Vivian am Arm und zog sie mit mir. Steh auf. Und zwar langsam. Ich könnte dich jetzt sofort töten. Aber eventuell wirst du mir lebend nochmal nützlich sein, falls ich einen Sündenbock brauche. Also los. Vorwärts. Da rein. Dein Freund wird es nicht schaffen. Bowers ist ein ausgebildeter Killer. Also kein Polizist. Nicht in dieser Welt, Schätzchen. Aber warum will er dich töten? Ich bin Kronzeugin. Kronzeugin? Scheiße. Hier geht's nicht weiter. Er hat die Türen verriegelt. Wir können nicht raus. Da lang. Komm. Was denn für eine Kronzeugin? Ein Mafia-Prozess. In Los Angeles. Der Santini-Prozess? Du weißt davon? Naja, was man halt so in den Zeitungen lesen konnte. Also, wahrscheinlich so gut wie nichts. Jedenfalls hast du recht. Um ihn geht's. Ich war Santinis Privatsekretärin. Das FBI hat mich, nun sagen wir, geködert. Für sie war ich eine unschätzbar wichtige Informantin. Und das hier ist Teil des Zeugenschutzprogramms. Und Janet Hayward? Der Name sagt mir nichts. Aber es gab eine Doppelgängerin. Eine Studentin, meine ich. Die keine Ahnung hatte, warum sie hier war. Das FBI hat sie engagiert. Zu meinem Schutz. Als Ablenkung. Die er nun stattdessen ermordet hat. Ja. Es ist furchtbar. Wo sind wir hier? Auf dem Dach. Da. Die Luke. Hilf mir. Okay. Und der Portier? Also Taylor? Er hat mich hier untergebracht. Weit abseits vom Geschehen. In einer Geisterstadt. Einem leerstehenden Hotel. In dem es angeblich sogar spuken soll. Geschafft. Los. Du zuerst. Was wollen wir eigentlich auf dem Dach? Na, abhauen wollen wir. Wir müssen versuchen, von hier wegzukommen. Und die Bundesbehörde zu informieren. Nur das. Das Dach ist alt. Es gibt überall Löcher, morsche Dachlatten. Wir müssen verdammt vorsichtig sein. Darüber. Zum Rand. Habt ihr tatsächlich geglaubt, mir entkommen zu können? Aber wie sind Sie? Mann, seid ihr naiv. In diesem alten Kasten gibt es nicht nur ein System aus geheimen Gängen. Nein, es sind drei. Und in einem von ihnen gibt es auch einen Aufzug.
Wie sonst hätten die Bediensteten die schweren Servierwagen und die Koffer transportieren sollen? Also waren sie schon hier oben? Du hast es erfasst. Es war leicht zu erraten, wo ihr hinwolltet. War es doch der einzige Ausweg, da ich alle Türen und Fenster verriegelt habe. Was haben Sie jetzt vor? Ich habe Ihnen doch nichts getan. Sie haben Ihren Auftrag erfüllt. Glaubst du, ich lasse eine Zeugin am Leben? Ein breites Grinsen legte sich über sein hageres Gesicht. Er hob die Waffe, richtete den Revolver auf mich. Ich wich zurück. Der Schornstein. Wenn es mir gelingen würde... Ach, nein, er war zu weit weg. Ich hörte, wie er die Waffe durchlud und senkte den Blick. Ich wollte dem Tod nicht ins Auge sehen. Mein Blick streifte mein Handgelenk. Meine Uhr. Ich stutzte. Die Zeiger liefen amok, drehten wie wild ihre Runden. Die Kugel bohrte sich kurz vor meinen Füßen in eine Dachlatte, die fast sekündlich ihr Aussehen änderte. Mal wirkte sie morsch, verwittert, dann wieder brandneu, wie frisch angenagelt. War es Janet oder Vivian? Ich konnte es nicht sagen. Wie ein Zerrbild wirkte die Umgebung auf mich. Als würde ich rasend schnell zwischen zwei Programmen hin und her seppen, sah ich mal die adrette Kronzeugin und mal ihr alter Ego aus vergangenen Zeiten. Aber wer es auch war, sie rettete mir das Leben. Kurz entschlossen packte sie den Mafia-Killer am Knöchel, brachte ihn dadurch aus dem Tritt. Er stürzte, krachte hart aufs Dach. Im Fallen verlor er die Waffe. Das mache ich auch ohne Waffe kalt. Bring dich in Sicherheit, Liz! Los! Großer Gott, Vivian! Er hatte ihr einen heftigen Tritt ins Gesicht versetzt. Sie fiel zurück. Schnell und doch vorsichtig ging ich in Richtung Schornstein. Bowers richtete sich auf. Aber anstatt mir zu folgen, stiefelte er schnellen Schrittes zum Rand des Daches. Dorthin, wo seine Pistole lag. Und das war ein verhängnisvoller Fehler. Er trat ins Leere. Panisch versuchte er Halt zu finden, aber es war zwecklos. Um mich herum drehte sich alles. Mir wurde schwindelig. Mein Magen krampfte sich zusammen. Ich glaubte noch einmal Janet vor mir zu sehen, vernahm ihre engelsgleiche Stimme, die mir ein gehauchtes Danke entgegenbrachte. Dann wurde ich ohnmächtig. Es war Rick, der mich aufweckte. Vivian hatte ihn aus seinem Gefängnis befreit. Außerdem war es Vivian gelungen, vom nahegelegenen Bahnhof aus eine Ambulanz zu verständigen, sodass ihre und Ricks Schusswunden versorgt werden konnten. Rick hatte inzwischen auch Jeff erreicht. Ihm ging es gut. Er hatte unser Date tatsächlich verschwitzt. Und ich soll euch ganz bestimmt nicht mitnehmen? Nein, in der Nähe wohnt ein Freund von uns, der uns böse versetzt hat. Wir haben beschlossen, ihn zu besuchen und ihm mal ordentlich die Meinung zu geigen. Na dann, viel Spaß. Und du? Was wird aus dir? Man erwartet mich an der Stadtgrenze. Morgen ist der Prozess. Und anschließend werde ich wohl zurück zu meiner Familie nach Europa gehen. Erstmal Abstand zu allem gewinnen. Ach, dann toi 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 für die Verhandlung. Und alles Gute. Von mir auch. Danke. Mann, was für ein Wochenende. Das glaubt uns keiner. Total verrückte Geschichte. In der Tat. Sieh dir den alten Kasten an. Eine baufällige Ruine. Genau wie du gesagt hast. Dann haben wir uns das doch wohl alles nur eingebildet. Geträumt. Wir hätten besser auf der Zugfahrt nicht so viel Gras rauchen sollen. Und doch,
Das wirkt alles so verdammt. Hey, was sind denn das für Zeitungen? Ach, die habe ich aus dem Hotel mitgenommen. Die lagen auf einem der Bartische rum. Die wird sicher keiner vermissen. Sind für Großvater, er sammelt doch Zeitschriften aus dieser Zeit. Stimmt. Das... Hey, das... Ich fasse es nicht. Was hast du? Sieh dir mal das Bild hier an. Und den Artikel. Mord im Hotel Terminus. Der in der Nacht auf den 24. November begangene Mord an der 23-jährigen Studentin Janet Hayward bleibt weiterhin ein Rätsel. Auch wenn alles dafür spricht, dass der zufällig vor Ort logierende Beamte, Detective Bowers, in die Angelegenheit verstrickt ist, so konnte dies bisher nicht bewiesen werden. Allerdings hätte er aufgrund von hohen Spielschulden durchaus ein Motiv für die brutale Tat gehabt. Im Hotel untergebracht war ebenfalls Vivian Reynolds, eine wichtige Zeugin der Staatsanwaltschaft im bevorstehenden Mafia-Prozess, wie berichtet. Und es halten sich Gerüchte, dass Bowers einen Killerauftrag von Seiten der Mafia angenommen haben könnte, woraufhin es zu einer folgenschweren Verwechslung kam. Denn die Ähnlichkeit der Toten zu der Belastungszeugin wird als frappierend beschrieben. Der Typ auf dem Bild. Das ist unser Bowers, oder? Mann, was für eine Ähnlichkeit. Und auf dem anderen Foto, das ist Vivian. Ja. Und hier ist noch ein Gruppenbild der Bediensteten. Und der Typ hier vorne in der ersten Reihe, in der Portiersuniform, der sieht da genauso aus wie Taylor. Von wann ist die Zeitung? Vom 25. November 1949. Dann hat sich all das schon einmal fast genauso abgespielt, vor mehr als 60 Jahren? Und hier, in der anderen Zeitung vom 27. November. Hotel brennt aus. Bei einem Brand im Hotel Terminus starben 32 Gäste und Bedienstete. Mhm. Ob und wie der Brand mit dem noch immer ungeklärten Mord an der jungen Studentin Janet Hayward zusammenhängt, konnte bislang nicht geklärt werden. Auffällig ist jedoch, dass seit dem schrecklichen Unglück jede Spur vom Hauptverdächtigen, dem in Ungnade gefallenen Detective Dee Bowers, dem man mittlerweile auch die Erschießung seines Kollegen Detective B. Ketchum vorwirft, fehlt. Die Ermittlungen dauern an. Ach. Völlig verrückt. Wahnsinn. Steht da noch irgendwo etwas? Nein, das war's. Wirklich eine sagenhafte Geschichte. Aber letzten Endes wohl nichts als ein komischer Zufall. Bestimmt haben wir die Zeitung vorher schon gelesen, auch wenn ich mich echt nicht daran erinnern kann. Aber so muss es gewesen sein. Und dann hat sich Traum mit Realität vermischt. Tja, wahrscheinlich. Magst du etwas trinken, Liebling? Oh, bei einer Coke würde ich nicht Nein sagen. Oh, ich glaube, ich habe noch eine in meiner Tasche. Liz, was ist? Aber... Was hast du? Jetzt sag mir, dass das auch ein Zufall ist, Rick. Wow. Wo hast du denn den her? Ganz ehrlich? Ich habe nicht den blassesten Schimmer. In meiner Hand hielt ich einen blank polierten Zimmerschlüssel mit der Aufschrift Hotel Terminus, Zimmer 312.